Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch eine neue Lampe vorstellen. Ich weiß, in letzter Zeit sind es viele Lampen geworden, ich weiß auch nicht. Irgendwie bin ich da auf den Trip gekommen, mir gefällt es echt, die Lampen zu bauen. Jedenfalls, diesmal geht es um Star Wars. Und ich habe aus ewigen Zeiten noch einen TIE Fighter gehabt, also eigentlich einen TIE Interceptor. Das war damals ein Revell-Bausatz. Der hat die ganzen Umzüge überlebt und so und stand aber halt langweilig rum. Und da ist mir die Idee gekommen, daraus halt eine Lampe zu machen. Und genau das habe ich gemacht und die möchte ich euch jetzt zeigen. Viel Spaß! Ja, und hier haben wir die Lampe auch schon. Wie ihr seht hier oben, der TIE Interceptor, so besser, den ich total in schwarz lackiert habe. Ich habe jetzt hier vorne so eine Mini-Glühbirne dran gemacht. Hier hinten seht ihr, die Lampenfassung ist aus Edelstahl. Und die ist hier unten, ist so ein kleiner Stick dran. Damit kann man dann noch das Licht bewegen und drehen und was man halt will. Ne? Aber wenn ihr die Lampe auf keinen Fall hier in den Flügeln anfassen, weil die sind nicht super stabil und können abbrechen. Also deswegen extra dieses Ding hier, damit man die Lampe eben problemlos bewegen kann. Hinten, wo das Kabel rauskommt, habe ich so kleine halbrunde Dinger gemacht, damit das Kabel hier schön in der Mitte läuft. Das sieht halt einfach besser aus, finde ich, als wenn einfach das so da rumfliegt, das Kabel. Hier nochmal ein Symbol des